Es ist ein neuer Kopf auf den Markt gekommen und zwar dieses schöne Ding hier. Wir gucken uns heute die SNT Bowl an von Shisha Nation Coburg in Kooperation mit Hukain. Der Kopf ist nämlich auch genau heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme rausgekommen, Sonntagabend. Und seit heute Nachmittag gibt es den zu kaufen. Da wollen wir heute mal wissen, wie dieser Kopf so performt. Wir haben zwei Stück, aber das sind, meine ich, die identischen. Das ist beides das Modell X1. Auf der Seite steht noch Drop Nummer 1. Der Kopf wiegt 270 Gramm. Das Depot soll 16 bis 18 Gramm Tabak fassen. Smokeboxen sollen alle drauf passen und die Größe von dem Kopf ist S bis M. Es gibt zwei Farben, schwarz und türkis. Ich denke mal, genau deswegen habe ich auch zwei bekommen. Aber um das herauszufinden, machen wir die doch einfach mal auf. So, ich schätze, das hier ist der schwarze. Und dann ist das hier hoffentlich, oh ja, oh ja, der türkise. Und schwarz ist cool, gerade mit diesem, ich würde den fast Kosmos nennen. Das sieht irgendwie aus wie so ein Sternenhimmel ein bisschen. Und dann hast du hier noch so Galaxien oben drinne. Ich hätte ihn vielleicht sogar, oh. Und wir sehen schon eine ganz, ganz wichtige Sache bei diesem Kopf. Und das ist der feine weiße Ton. Der Kopf wird ja mit Hukain zusammen produziert. Und Hukain hat ja schon einen meiner Lieblingsköpfe. Ihr wisst ja, meine Lieblingsköpfe zurzeit Wandenberg und Popo. Und das ist genau derselbe Ton wie beim Popo. Und deswegen habe ich wirklich große, große Hoffnung in diesen Kopf, weil der Ton vom Popo ist einfach überragend. Das jetzt hier drinne in einer etwas anderen Form, die nochmal ein paar anderen Leuten gefallen könnte, mit einem leicht anderen Depot. Das ist was Cooles. Aber das Türkis sieht aus wie so, weiß nicht, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Wolkenhimmel, auch wenn es halt grünlicher ist als der Himmel. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Also wirklich beide Farben sehr, sehr schön. Ich kann die euch auch nochmal hier in der anderen Cam zeigen. Ah, da ist jetzt mein hässlicher, kaputter Finger mit drauf. Auf der anderen Seite steht da noch einmal Hukain mit drauf. Das sieht halt schon einfach sehr, sehr schön aus. So, ich zeige euch auch den nochmal schön nah. Ich hätte den Kosmos genannt. Gewicht haben sie auf jeden Fall ordentlich, werden aber obenhin ein kleines bisschen dünner. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir da einen Performance-Unterschied zum Popo spüren können, weil der Popo ist ja bis oben hin extrem massiv. Hier sehen wir es, SNT-Funnel. Ab dem 21.08. ist der neue Funnel SNT X1 endlich verfügbar. Ein Funnel, welcher neue Maßstäbe setzen wird. Oh, schöne Produktseite. Ah, okay, der Türkis heißt First One. Dann gibt es Black and White, Blue Bubble. Ah, okay, dann kommt man auf die Seite. Dann gibt es Karneval, das kennen wir auch schon vom Popo. Coral Blue, sieht geil aus. Lila Love, ist ein geiler Name, Lila Love. Rococo, oder Rot. Und Green Water. Green Water, also, ich glaube, Green Water wär mein Favorit. 29,90 € kostet der Ganze und das ist, ja, wieder Popo. Nur die Farbe First One und Black and White haben den SNT-Aufdruck. Ah, okay. Also das sind die einzigen, das sind sozusagen die Hardcore-SNT-Varianten. Gut, lang genug den Kopf angeguckt. Wir wollen das Köpfchen lieber bauen und auch rauchen. Als erstes machen wir ein bisschen Fuck Your Life Traubeminze rein. Wie immer erst schön umrühren, auch richtig mal von unten den Tabak holen. Dann schaufeln wir hier mal. Ich muss mir hier mal wieder eine größere Gabel hinlegen. Mit der brauchst du ja immer 18 Jahre. So, das soll schon reichen. Das hier ist jetzt Honigmelone. Und ihr wisst, dass ich Honigmelone bzw. Melone allgemein komplett hasse. Aber heilige Scheiße sieht das aus, als würdest du da gequirltes Unkrautzeug reinschmeißen. Also der Schnitt und die Tabakqualität einfach nur zum Kotzen. Aber geschmacklich ist der überragend. Ich habe da einige Sorten auf der Messe probiert. Aber wirklich, also versuch mal ein Lit-Lip mit Theo zu bauen. Da willst du dich lieber erhängen, als dass du da wirklich durchziehst. Kleiner Rage-Quit an der Stelle mit dem Theo. Machen wir weiter mit dem Must-Have. Da kann man sich beim Schnitt eher weniger beschweren. Oh, man munkelt, das war jetzt ein guter Blurry-Anteil, aber da haben wir wohl gar nichts dagegen. 16 bis 20 Gramm. Also ich könnte, glaube ich, jetzt schon sagen, dass ich die meiste Zeit wahrscheinlich eher an dem oberen Rand. Ich persönlich würde sagen, wie beim Popo, eher 18 bis 22 Gramm, die ich da wirklich reinmache. So, also teilen wir das Ganze noch ein bisschen vom Rand weg. Und nicht zu nah ins Funnelloch in der Mitte, sonst fetzt es uns eh nur direkt in die Bowl. Auch hier lässt sich aber sehr angenehm bauen. Aber vom Depot her, also es wirkt sehr, sehr, sehr ähnlich zum Popo. Nur, dass es außen halt nicht dieses unglaublich, es gibt nicht diesen unglaublich dicken Rand wie beim Popo. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, ich hole meinen Popo zum Vergleich eben. Also der Kopf ist ein bisschen breiter als der Popo. Oder wirkt es nur so? Ne, ist ein kleines bisschen breiter als der Popo. Aber ich dachte, der Rand beim Popo wäre bedeutend krasser. Na, ist doch, beim Popo ist Depot ein bisschen anders. Ich würde jetzt schon mal behaupten, dass wenn man Leuten die Augen verbinden würde und denen einen Popo und ein SNT hinstellt, dass die wenigsten Leute dann einen Unterschied merken würden. So, aber Köpfchen ist jetzt auf jeden Fall gut.
aus dem Kiosk. Und dann machen wir hier nochmal den Rand sauber. Und dann kommt da noch ein Onmo drauf. Ah gut, ich habe jetzt auch ein gutes Vollkontakt gebaut. Also man kann den tatsächlich knapp unter den, guck mal, ich habe jetzt so ungefähr Rand hoch gebaut, vielleicht minimal drüber. Und der HND hat sehr gut Kontakt. Also man kann den doch ein ganzes Stückchen niedriger bauen, als ich das jetzt getan habe. Ich habe kein Problem mit einem Vollkontakt, deswegen stört mich das nicht. Aber Leute, die Noppenkontakt rauchen wollen oder vielleicht sogar ein Abstandssetup, die können nochmal bedeutend weniger Tabak reinmachen. Dann könnte das mit den 16 Gramm tatsächlich ganz gut hinkommen. Dann legen wir da doch mal zwei Kohlen rein und eine noch oben auf Kipp. So. Der erste Zug vom SNT. Okay. Mischung kommt gut. Aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr, sehr viel Kontakt gebaut. Also man hätte definitiv ein bisschen niedriger bauen können. Nehmen wir die Kohle runter, dann drehen wir mal noch ein bisschen am HND. Ein bisschen knackst der Kopf gerade. Das kann passieren, wenn er zum ersten Mal Hitze bekommt. Wenn sich die Glasur und der Ton zum ersten Mal ausdehnen, dann passt das schon. Aber Temperatur war sehr schnell da. Sehr, sehr schnell. Aber Rauchentwicklung geht auf jeden Fall fit. Aber wie gesagt, ich muss da noch ein paar Mal dran drehen, bis der Durchzug passt. Boah, HMD sitzt sehr, sehr gut drauf. Also du hast eben richtig gemerkt beim Drehen und wieder draufsetzen, wie er genau drin ist. Also Ersteindruck, Kopf hat sich sehr, sehr schnell anrauchen lassen, sehr einfach bauen lassen. Qualität sieht gut aus, Colorways sehen gut aus. Preis von 30 Euro ist auch okay, weil der normale Popo kostet auch 30 Euro. Bis jetzt sehr nice. Gucken wir mal, wie er sich jetzt über die Zeit so verhält. Ich würde sagen, roundabout eine Stunde haben wir die Pfeife jetzt an. Kopf läuft nach wie vor sehr, sehr gut. Ich wende gerade nochmal die Kohle, dann kommen wir zum ersten Zwischenfazit. Also Rauchentwicklung, wie ihr seht, sehr, sehr zufriedenstellend. Performance ebenfalls sehr, sehr zufriedenstellend. Ich würde behaupten, ich kann blind keinen Unterschied zwischen diesem Kopf und dem Popo rausschmecken. Von daher wäre meine Empfehlung bei diesem Köpfchen, wenn euch der besser gefällt als ein Popo, so von der Form her und so, wisst ihr? Also wenn ihr sagt, das Ding finde ich viel schöner als den Popo und die Colorways passen viel besser zu meinen Pfeifen und, dann würde ich sagen, holt euch gerne diesen Kopf hier von Shisha Nation. Und wenn ihr sagt, nee, ich finde die Form vom Popo schöner, dann holt euch eher einen Popo. Aber von der Performance her finde ich beide identisch. Ich glaube, in dieses Depot würden noch mal 1-2 Gramm mehr Tabak reingehen als in den Popo. Aber auch der Popo hält bei mir schon 1,5 Stunden. Von daher, vielleicht leichte Unterschiede, würde man Kohle nachlegen. Aber ich glaube, die meisten legen keine Kohle nach. Von daher relativ egal. Aber ist ein cooler Kopf. Ich muss ganz ehrlich sagen, Shisha Nation hat gefragt, ob ich den hier vorstellen will. Und ich habe gefragt, was ist das denn für ein Kopf und wie macht ihr den und woher kommt der? Und dann meinte Shisha Nation, ja, den machen wir zusammen mit Hukain. Und das ist derselbe Clay wie beim Popo. Und ich sage, gut, dann müsste man sich schon echt anstrengen, um das zu verkacken. Also das kann ja eigentlich nur gut werden. Und es war gut. Keine große Überraschung. Hübscher Kopf. In einem etwas anderen Design als der Popo. Und der Popo hat ja schon ein recht ausgefallenes Design, was jetzt vielleicht nicht jedem gefällt. Der eben ein kleines bisschen anders. Und wenn er euch gefällt, rein da. Ist ein guter Kopf. Definitiv.